brauchen sie sonst mehrere Atomkraftwerke noch im Norden, weil hier nur im Süden gibt es ja ein paar Erdbeben. Wir haben auch schon mal eins erlebt. Und dann ist doch alles sicher und lassen sich nicht so ein dummes Zeug erzählen. Weil das ist, die Technologien werden natürlich auch immer weiterentwickelt. So ein Atomkraftwerk wird immer sicherer, aber wenn man dann natürlich weniger investiert, wie es auch in Deutschland ist, weil die Firmen natürlich auch sparen müssen, werden sie nicht mehr keine Atomkraftwerke mehr bauen dürfen und sie dann natürlich auch abschaffen sollen, beziehungsweise schließen sollen Atomkraftwerke und abfahren. Das wird nämlich gefährlich. Dann kann nämlich wirklich was passieren. Stimmt. Genauso hat er noch keine Lust mehr, sowas zu lernen. Und immer so weiter und so fort. Und man nimmt in Deutschland eine ganz, ganz wichtige Technologie, denn mit über 20 Atomkraftwerken sind sie doch ziemlich führend gewesen hier. Oder? Nichts anderes. Der deutsche Ingenieur und deutsche Wissenschaftler kann ja auch eigentlich was. Das ist auch in der Welt anerkannt. Und lassen sich das nicht kaputt machen. Schauen sich lieber die Krankenhäuser an. Hören Sie da genau hin, was da jetzt passiert ist, was da jetzt ans Licht gekommen ist, was ganz stark ist, dass es die Ärzte da in Göttingen überhaupt weitergesagt haben, dass sie es nicht verschwiegen haben. Ja, dann passen Sie mal jetzt auf. Ich habe das ja schon mal gesagt, mit einem Organspendeausweis seien Sie vorsichtig, ne? Weil das sagt man ja nicht, ne? Aber natürlich werden da Patienten zum Tode verurteilt. Das hat man jetzt schon mal ganz kurz in den Nachrichten anklingen lassen. Ich höre ja meistens nur Deutschlandfunk. Und selbstverständlich ist das so in den Krankenhäusern. Und davor sollte man Angst haben und darüber sollte man reden. Und nicht über Atomkraftwerke. Weil das sage ich Ihnen nochmal, hört Deutschland auch mit Atomkraftwerke, haben wir ringsherum überall welche. Polen, Tschechien, überall. Über die wir nichts sagen können. Wo wir nie nachgucken können, wie sicher sind sie wirklich. Und sie leben doch ja noch alle in Deutschland. Und sie leben doch nun schon 30, 40 Jahre mit Atomkraftwerken. Na, und haben sie es überlebt? Na, sehen sie. Herr Nati? Und die Mathematiker, die haben nicht viel auf der Kirche. Die haben sich total verrechnet. Ich glaube, das ist alle 10.000 Jahre oder so. Sollte es dann irgendein Unglück geben oder so. Aber erstmal hat man die menschliche Komponente nicht dazu genommen. Und zweitens hat man sich da wohl mit der Wahrscheinlichkeit ein bisschen vertan. Aber gerade die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist relativ kompliziert. Und es kann auch sein, dass erst die letzten Jahre durch den Computer erst noch so richtig entwickelt wurde. Weil man früher, man nannte das immer zu Fuß rechnen. Ich weiß nicht, ob man das heute auch noch so nennt. Also wenn man alles schriftlich rechnet, das dauert aber. Und da kann man sich auch mal ganz schnell vertun. Und wenn so ein Mathematiker zu doll gehuldigt wird und dann auch einen kleinen Knacks hat, dann hat er natürlich auch was Falsches gerechnet. Oder zitiert das von irgendeinem anderen, der es dann angeblich mal irgendwie gerechnet hatte. Und wenn der Mathematiker dann gar keine Lust hat und das dann nur so abgeschätzt hat und dann vielleicht nie gerechnet wurde, wie es dann mal mit Tragflächen war von Flugzeugen, wo man nur Glück hatte, das habe ich, glaube ich, mal vor 15 Jahren mal irgendwo gelesen. Wenn man dann nur Glück hatte, dass es alles ein bisschen überdimensioniert wurde, weil dann doch die Festigkeit der Tragflächen war, das glaube ich, noch doch falsch berechnet waren. Aber dann trotzdem nichts passiert ist, weil es eben so doll überdimensioniert wurde. Und ich glaube, das ist rausgekommen, weil ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Oder hat man mir es eingeredet? Ich weiß es nicht genau. Weil sie Probleme hatten hier mit dem Space Shuttle, glaube ich. Dadurch haben sie es mitbekommen. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß noch nicht mehr, ob es stimmt. Kann man ja mal nachlesen und so. Ich muss das ja nicht wissen. So, und das sollte dann allen ein bisschen nachdenklich machen. Aber also ich bin auf jeden Fall für die Kernenergie. Und wenn ich doch Mecklenburg-Vorpommern übernehmen will, möchte ich auch mindestens ein Kernkraftwerk haben. Bis wir so weit sind. Wir werden daneben auch ein Kohlekraftwerk bauen. Und bis wir so weit sind, werden wir dann die Kernenergie nutzen. Weil ich werde natürlich auch Schwerindustrie haben und alles. Und auch Sie werden mehr Strom brauchen, weil Sie schnelles Internet haben werden und schnelle Computer. Warum? Weil ich das so möchte. Irgendwas muss ich ja auch der Welt hinterlassen, wenn ich schon keine Schlösser bauen darf. Und keine goldenen Kutschen mehr haben darf. Dann werde ich Ihnen sowas hinterlassen. Wir werden auch die Verkehrsinfrastruktur ganz anders aufbauen. Leider habe ich nicht die geldlichen Mittel, weil ich habe leider nur Immobilien, weil die beklauen mich bis heute einfach. Das ist unwahrscheinlich, aber... Und dann nachher werden meine Windanlagen soweit sein und dann werden wir davon den meisten Strom haben. Und dann nehmen wir das Ersatzwerk, das ist ein Kohlewerk. Entschuldigt, würde ich mal ein bisschen weitergehen? Ich telefoniere hier gerade. Dankeschön.
das war für uns so ein kleiner Gruß, ne? Weil sie trauen sich nicht mehr selbst, dann schicken sie dann ihre dummen Bengels so. Aber die werde ich dann natürlich nicht filmen und fotografieren, weil das lohnt sich nicht, ne? Weil das sind Kinder. Die können auch nichts dafür. Und sie haben das schon öfter gehört, dass man sich dann einfach hinter uns stellt und schreit. Und sie gingen schon vorbei und kamen dann nochmal zurück und stellten sich richtig brüllend einfach hinter uns, weil sie uns nur stören wollen. Und so ist es den ganzen Tag. Man versucht uns hier nur zu nerven. Man spricht uns wieder dumm an. Es sind immer nur die Alten. Die beiden, die Sie sehen, er da rechts, dieser Sheikh, der hat dann die Pflanzen aufgestellt. Und meine Frau hat ihn dann noch ein bisschen... Weil sie waren sofort weg, wie meine Frau es ja nie rausholte. Und ich habe zum Glück das Gefeife noch aufgenommen, weil sie war zu dumm. Sie dachte, ich fotografiere nur oder so. So, und dann hat sie auch gesagt, ich soll da nicht irgendwie kommen mit sowas Ähnliches, ne? Weil so haben sie uns angesprochen und so sind wir mitgekommen. So blöd sind sie uns gekommen unter Hypnose. Das muss ich mir vorstellen. So, und jetzt schmeißen wir noch einmal dieses Kohle- oder Ölkraftwerk an. Ich weiß noch nicht, was wir da nehmen. Natürlich ganz modern. So, und dann übernimmt er alles. Das Neue, was sich innerhalb von 3 bis 6 Jahren entwickelt. Das dauert noch ein bisschen länger und so lange haben wir dann ja schon vernünftige Windkraftanlagen, die diesen heutigen schon total überlegen sind. Das sage ich hier nicht umsonst so. Also Banken, Industrien, die da investieren, die sollen jetzt ganz vorsichtig sein. Ne? Die Kernenergie bleibt hier schön, ich mache ihnen sowieso alles kaputt, was sie da investieren. Also das rechnet automatisch. Wie heißt das noch? Automatisiert, ne? Automatisiert. Wie heißt das nochmal, Nati? Nein, automatisiert, nicht das andere, wenn sich das wieder rentiert. Sehen Sie, da ist das nicht ganz schlimm, da komme ich einfach nicht drauf. Aber Sie müssen hier weiter sitzen bleiben und für uns blöd tun. Es ist schlimm hier. Naja. Doch, automatisiert, nee. Ich komme. Ist das, nein, ist das nicht schlimm? Ich kann doch nicht mal einfache Worte sagen. So, also das können Sie also voll vergessen. Also das wird sich für Sie nicht rechnen, weil dann bin ich so weit und reize mich noch ein bisschen und so, dann werde ich mich mit einem Weltkonzern zusammen machen und dann stellt er mir 10 oder 100 Ingenieure zur Verfügung, die dann rechnen für uns und dann bin ich schon in einem Jahr so weit. Weil ich weiß jetzt schon genau, es geht. So, und dann ändert sich sowieso alles im Energiesektor, dann können Sie sowieso alles vergessen. Dann brauchen wir bloß noch große Kraftwerke für Städte, für kleine Städte, für größere Dörfer, für Industrie. Und alles andere versorgt sich selbst mit solchen Sachen. Und man kann die natürlich auch zusammenschalten. Ich weiß im Moment bloß noch nicht, ob es wirtschaftlich ist. Und dann kann man natürlich auch Kleinstädte damit versorgen. Und wenn man noch mehr zusammenschaltet, auch größere Städte. Aber ich weiß im Moment noch nicht, wie wirtschaftlich das ist. Da ändert sich dann sowieso alles. Und vergessen Sie es einfach, ne? Sie machen heute schon, was ich will. Und dann ist alles gut. Ja, Martin? So ist das, weil wenn man nichts kann, macht man immer das, was ich will. Und das ist auch keine Arroganz, möchte ich den jungen Menschen sagen, weil ich muss hier so deutlich werden. Es geht nicht anders. Deutschland braucht seine Atomkraftwerke. Man macht hier die Industrie kaputt. Diese beiden Flüschis, die machen die Industrie kaputt für die Russen. Nichts anderes. Ich weiß im Moment noch nicht, wie weit der Chinese und der Russe ist. Diese Gasleitung, der Russe verdient die, das ist so, die Kommunisten verdienen sich da die goldene Nase. Und Putin, der Versager, ist auch schon wieder oben. Ne? Das möchte ich nochmal sagen. Mensch, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Also, damals habe ich es mal geschrieben. Also, Herr Putin, ich weiß nicht, ob es alle gesehen haben, habe ich ein Bild in der Zeitung von ihm gesehen, da wird er auf dem Pferd. Und da schrieb man, dass er total durchtrainiert ist. Es ist ein drogensüchtiger, ausgemägelter Körper und er hatte nur alles zu essen. Also da war nichts von Muskeln zu sehen und so weiter und so fort. Und dann haben sie ihn auch mal im Fernsehen beim Judo gezeigt. Ich habe es nur einmal kurz gesehen. Oder vielleicht haben sie es nur einmal für mich gezeigt. Also das war kein Wurf, das war kein Fallen oder so. Das war ein Faller aus Versehen. Und er ist da böse aus Versehen gefallen und es sah gut aus. Und das hat doch was genommen. Denn überall übertragen, wie gut Putin ist. Also Putin ist gar nichts. Also wäre ich mit Putin zusammen auf der Insel, brauchte ich niemals vor Putin Angst haben. Wenn das wirklich stimmt, was er den an den Kopf geworfen hat, hier den georgischen Präsidenten, ne? Mensch, das ist aber eine Frechheit. Ne? Das ist eine Frechheit, dass so ein Mensch, der nun absolut gar nichts kann, nur so tut, als wenn er was kann, ne? Dass er sowas von sich gibt. Und der andere wird auch gedacht, oh Mensch, so ein kleiner Hampelmann. Ne? Das muss ich mir von so einem Hampelmann sagen lassen. Darfst du was nicht sagen, weil wir jetzt gleich an der Grenze drauf sind. Das ist schon weg. Ich weiß nicht, ob man mir das damals vorgespielt hat.
Das war ja ganz toll. Ich glaube, ich habe es jetzt auch gesagt, das ist schon durch, ne? Also die Russen haben wirklich entschieden, ob sie nicht diese NATO-Schiffe, die da Georgien, es war glaube ich Georgien, ne? Ja. Verpflegt haben, ob sie die angreifen. Und damals war ich ja noch unter Hypnose und ich habe dann bloß, ich weiß es, ich konnte es jetzt auswerten. Und ich habe dann bloß dagegen geworfen, dass in Irak genug kampferfahrene Truppen haben und dass keine russische Verband denen in irgendeiner Weise gewachsen ist. Dann haben sie mir entgegengeworfen, dass es eben Irak ist und dass sie dort einen Krieg führen. Na, da habe ich doch nur gelacht. Da habe ich gesagt, Irak ist nicht Russland. Dann kümmern sich aber erst um die Russen. So, und dann hat der Russe, wie sich's gehört, schön den Schwanz eingekniffen. Das möchte ich auch mal allen sagen. Ich möchte es so deutlich sagen. Ja, gut. Jetzt sollte man das doch wissen, dass die Wahrheit ist.